Heute geht es nicht darum, ob ein iPad ein Laptop-Ersatz ist. Nein, heute gucken wir uns mal nur einen Teil des Ganzen an, nämlich inwiefern Videoschnitt auf dem iPad möglich ist. Viel Spaß! Bevor wir konkret zu den Anwendungen kommen, mit denen Videoschnitt auf dem iPad möglich ist, gibt es noch ein paar generelle Dinge, die zu beachten sind, wenn es um das Thema Videoschnitt auf dem iPad geht. Erstens, je größer das Display, desto besser. Wenn ihr gerade vor der Entscheidung steht, welches iPad Pro ihr euch zum Beispiel kaufen sollt, dann sollte man auf jeden Fall beachten, dass ein größeres Display das Schneiden auf dem iPad definitiv angenehmer macht. Ihr seht mehr von der Timeline, habt generell mehr Platz für die verschiedenen Elemente, wie zum Beispiel die Live-Vorschau. Also 12,9 Zoll macht das Schneiden schon insgesamt angenehmer, was aber nicht bedeutet, dass 11 Zoll das Schneiden unmöglich macht, auf keinen Fall. Auch mit 11 Zoll ist Schneiden auf jeden Fall gut möglich. Ich selber habe noch das iPad Pro aus 2017 in 10,5 Zoll und ich fühle mich jetzt nicht wirklich eingeschränkt oder so. Aber ich denke, es ist klar, dass ein größeres Display natürlich schon insgesamt das Arbeiten etwas angenehmer macht. Ob das für euch den Aufpreis rechtfertigt, müsst ihr natürlich selbst wissen. Höchstwahrscheinlich habt ihr aber bereits ein iPad vor euch liegen und könnt euch sowieso nicht mehr umentscheiden. Wie ich bereits sagte, auch auf kleineren iPads ist das Schneiden auf jeden Fall möglich. Das iPad Mini wäre mir persönlich zu klein, aber auch da ist es möglich. Noch weniger Sorgen müsst ihr euch tatsächlich um die Leistung machen. Selbst mein 4 Jahre altes iPad Pro hat locker genug Leistung für Videoschnitt, was vor allem auch an der sehr gut optimierten Software liegt. Und bei den neueren Modellen, selbst bei den Nicht-Pro-Modellen, ist auf jeden Fall locker genug Leistung für Videoschnitt vorhanden, was, wenn man ehrlich ist, schon ziemlich beeindruckend ist für die Größe. Problematisch könnte tatsächlich eher der Speicherplatz werden, zumindest wenn ihr nicht die 512 GB oder 1 TB Variante habt. Das kommt aber natürlich auch darauf an, wie groß eure Videodateien letztendlich sind. Wenn ihr mit einer richtigen Kamera aufnehmt und dann auch noch in 4K, dann können Videodateien schnell mal 10, 20, 30 GB groß werden. Sowas frisst natürlich euren Speicherplatz extrem schnell auf. Wenn ihr hingegen primär mit dem iPhone aufnehmt und die Dateien dann auf das iPad übertragt, dann werdet ihr vermutlich eher weniger Probleme mit dem Speicherplatz haben. Eine Lösung ist aber auch einfach immer, nach Fertigstellung des Projektes die Rohdateien zu löschen. Wenn ihr hingegen mit einer Kamera aufgenommen habt, dann gibt es idealerweise eine App, mit der man die Dateien direkt auf das iPad übertragen kann. Wenn es eine solche App in eurem Fall nicht gibt, dann müsst ihr euch wohl oder übel mit Adaptern herumschlagen und so die Dateien irgendwie auf das iPad bekommen. Glücklicherweise gibt es ja mittlerweile in iPadOS auch einen Dateimanager, sodass ihr die Dateien besser übertragen und verwalten könnt. Wenn ihr dann endlich mal die Dateien auf dem iPad habt, dann geht's ans Schneiden. Und was ist die erste App, an die man bei Videoschnitt auf dem iPad denkt? Natürlich iMovie. Apple ist ja generell bekannt dafür, dass sie schon ziemlich brauchbare und einfach zu benutzende Anwendungen mit dem Gerät mitliefern. Und das trifft auch auf iMovie zu. Ich habe selbst iMovie eigentlich immer ziemlich regelmäßig benutzt, um mal einen Urlaubsfilm zusammenzuschneiden oder ein anderes einfaches Projekt zu schneiden. Und genau dafür ist iMovie auch gedacht. Schnell und einfach ein paar Clips zusammenschneiden, mit vorgegebenen Übergängen versehen und fertig ist der Urlaubsfilm. Ich würde also sagen, wenn es um wirklich einfache Projekte geht mit wenigen Schnitten, wenigen Videospuren, wenigen Tonspuren und ihr keine speziellen Funktionen und Effekte braucht, dann ist iMovie wirklich ideal. Es ist kostenlos und einfach zu bedienen und deshalb für einfache Projekte die beste Wahl. Allerdings stößt man natürlich auch schnell mal an Grenzen, gerade wenn das Projekt etwas komplexer wird. Man kann einen Clip zum Beispiel nicht beliebig kürzen, es gibt nur 2 Videospuren und insgesamt wird ein komplexeres Projekt in iMovie auch schnell unübersichtlich, da die App wirklich eher nur für einfaches Zusammenschneiden von ein paar Clips gedacht ist. Wenn man wirklich ein ganzes YouTube-Video wie dieses hier schneiden möchte, dann ist iMovie also eher nicht ideal. Die wohl beste App für Videoschnitt auf dem iPad ist LumaFusion. Klar, 32,99 € ist für eine App ziemlich viel, aber im Vergleich zu Schnittprogrammen auf dem Mac oder dem PC ist es relativ wenig. Da bezahlt man schnell mal ein paar 100 €. Und man bekommt für die knapp 33 € auch ziemlich viel. Um es kurz zu machen, LumaFusion ist quasi Final Cut fürs iPad. Zumindest erinnert LumaFusion im Design und der Funktionsweise ziemlich stark an Final Cut. Wer also vorher schon mal mit Final Cut gearbeitet hat, der wird vermutlich auch gut mit LumaFusion klarkommen. Und wer nicht, der wird sich auch schnell in der App einfinden. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, dass es keine Tastatur-Shortcuts gibt,
sondern alles per Touch funktioniert, wodurch man beim Schneiden eigentlich ständig am Tippen ist. Das ist zu Anfang, gerade beim Umstieg vom Laptop aufs iPad, etwas nervig, aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran und man vermisst prinzipiell nichts. Man kann ziemlich problemlos ganze Videos auf dem iPad schneiden und viele unserer Videos haben wir tatsächlich auch komplett auf dem iPad geschnitten. Also was soll ich sagen? Es geht. Natürlich wird es auch mal diese Momente geben, in denen man sich ein vollumfängliches Schnittprogramm wie Final Cut oder Adobe Premiere wünscht, weil diese Programme einfach nochmal mehr spezielle Funktionen und Effekte bieten. Aber in 95% der Fälle bietet LumaFusion eigentlich alles, was man braucht, um ein semi-professionelles Video zu schneiden. Übrigens, wie ich bereits erwähnt habe, sind eigentlich alle iPads mit genug Leistung zum Schneiden ausgestattet und LumaFusion ist auch gut optimiert, sodass man überwiegend ruckelfrei schneiden kann, was man von Adobe Premiere tatsächlich nicht immer behaupten kann. Fazit: Videoschnitt ist auf dem iPad generell sehr gut möglich. Es gibt ein paar Nachteile oder zumindest Punkte, die man beachten muss. Die Displaygröße kann ein Problem darstellen. 11 Zoll oder knapp 13 Zoll ist jetzt nicht wirklich groß, wenn man es mit einem 16 Zoll Laptop oder einem Desktop-Rechner vergleicht, wo 32 Zoll häufiger auch mal der Fall ist. Speicherplatz kann auch eine Limitierung darstellen und generell handelt es sich natürlich beim iPad und bei Apple generell um ein geschlossenes System, was manchmal zu Komplikationen führen kann, wenn man Dateien auf das iPad bekommen möchte oder auch einfach nur Dateien aus dem Internet herunterladen möchte, wo es dann manchmal zu Kompatibilitätsproblemen kommen kann. Abgesehen davon muss gesagt sein, Videoschnitt ist tatsächlich einer der Anwendungsfälle, bei dem ich sagen würde, dass ein iPad, einem MacBook oder generell einem Laptop gar nicht mal so stark unterlegen ist. Videoschnitt auf dem iPad ist möglich. In diesem Video haben wir gezeigt, wie es geht. Vor allem die App LumaFusion bietet nochmal mehr als beispielsweise iMovie und ist größtenteils sogar echt mit Desktop-Anwendungen wie zum Beispiel Final Cut zu vergleichen. Und ich denke, in Zukunft kann es auch eigentlich nur besser werden, wenn eventuell auch Adobe sein Schnittprogramm Premiere für das iPad nutzbar macht. Und damit ist auch eigentlich alles gesagt. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann ab damit in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video unbedingt einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit verpasst ihr keine weiteren Videos mehr und unterstützt uns extrem. Und damit bis zum nächsten Video. Ciao.